definitiv. Das erste Heimspiel. Ich hoffe auch relativ viele Leute zu unserer Werbeaktion. Führt sicher eine ganz coole Stimmung. Ja. Es ist noch schwer zu wissen, was wir kommen. Grüne Matte, relativ neues Kader. Wir wissen nicht genau, welches Spielsystem das sie werden bringen, wie aggressiv das sie werden kommen. Von dem her müssen wir uns mal überraschen. Ich denke, es wird ein Spiel sein, wo wir müssen versuchen, viel Ball laufen, Dominanz aufspielen. Ja. Nach dem Match das Gleiche wie alle haben. Zuerst einmal in Schlagertempo. Hören, was dort Remedy und Manuel zu bieten hat. Schauen, wie viele Leute es dort noch kommen. Und hoffentlich dann nicht allzu spät ins Bett. Besser als erwartet. Es ist so, dass die Schüler sehr aufmerksam sind. Sie sind auch ziemlich begeistert. Ich hatte zuerst Angst, dass sie das vielleicht nicht wären. Aber eigentlich die Materie interessiert sie noch ziemlich. Es ist halt ein bisschen schwer, ich mache es zu Biel. Das heisst, die meisten französischsprachig. Und nicht das Problem, dass ich sie nicht verstehe, sondern ich mache es auf Deutsch, sie verstehen mich nicht. Mal ein bisschen anderes Problem, aber es ist durchaus gut. Sind sie lieb zu mir. Lang gar nicht. Da haben wir gemerkt, dass es dort doch nicht ganz so funktioniert. Jetzt haben wir den Samstag als unseren Putz- und ja, Aufraumtag, alles Mögliche. Und dort macht einfach jeder, was er gut kann. Also beide nichts. Und ja, so ergibt es das jetzt halt. Unterschiedlich auch. Das, was wir kochen, ist nicht sehr anspruchsvoll. Das kann jeder. Das können wir nebenbei noch zum Fernsehen schauen. Ein bisschen Wasser heiß machen, dann ein paar Dosen schiessen. Dosengemüse wie der Mutti, das können wir auch. Ja, ich befürchte es nie mehr. Kein Trainer sieht das verborgene Talent. Es liegt vielleicht daran, dass ich einfach nie Goal schiesse. Aber ich bin immer noch überzeugt, ich wäre ein Flügel. Also alle da draussen, die mich mal als Flügel sehen, machen etwas dafür. Geben das Like, wirst du egal, irgendwas.